Leute, kennt ihr das? Ihr geht auf jeden Fall in den Waschsalon rein, allerdings um 3 Uhr nachts, denn ihr müsst eure Wäsche fertig bekommen, ihr habt eure stinkigen Socken dort und irgendwo ist eine komische Person hinter euch. Darum wird es nämlich genau heute gehen. Heute spielen wir nämlich das Spiel Bloody Woman und zwar ist das Ganze in einem Waschsalon. Und falls ihr diesen Screen seht, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, von welchem Entwickler es ist. Dieses Spiel wird nämlich von dem legendären Entwickler von Poopkiller gemacht. Und deswegen würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, Poopkiller 9 kommt auf jeden Fall bald raus. Und wir gehen rein. 616 Games, Junge. Die sind besser als Rockstar Games, Alter. Mit ihren Intros und ihren Szenen. Die waren die krassesten Spiele. Okay, und da sind wir auch schon, Leute. Junge, Junge, Junge. Das war auf jeden Fall eine nice Busfahrt. Jetzt müssen wir nämlich zum Waschsalon gehen. Warte mal. Das ist die erste Nacht der Arbeit. Und es ist bereits jetzt schon so spät. Also, ich bin schon wieder so spät dran. Wir können auf jeden Fall auch den Style ändern. Oh, mein Gott. Gott, das Spiel sieht schlecht aus. Ich weiß nicht, die PS2-Grafik. Dann haben wir Horror. 1995. Ich würde sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, und da wären wir auch schon. Die Wäscherei. Ja, Mann. Und da hinten ist sogar jemand. Na gut, wir kommen auf jeden Fall zu spät zu dem Ort. Und Moment mal kurz. Dieser Waschsalon, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Weiß nicht warum, aber ich glaube, wir waren hier schon mal in so einem Waschsalon drin. Ich glaube, da war so eine Geisterfrau, die vor dem Fenster war. Oh nein. Hallo, Mister. Guten Abend. Du musst wohl der neue Mitarbeiter sein. Bis zu spät. Ja, guten Abend, sorry. Der Bus war zu spät, ja. Ah ja, ich bin spät für meinen Termin. Also habe ich jetzt keine Zeit, dir die Arbeit zu erklären. Okay, kein Problem. Sag mir einfach, was ich machen soll und welchen Mitarbeitern ich helfen soll. Okay, alles klar. Ich habe allerdings noch ein paar Aufgaben für dich auf dem Papier. Also sei vorsichtig. Was für Sinister? Was? Gibt's irgendwo ein Problem? Ein Chaos? Boah, kennst du nicht die Story von der Bloody Woman? Bloody Woman? Wer ist das? Nein, habe ich noch nie von gehört. Vor 10 Jahren war hier eine Frau, die gearbeitet hat, bei der Frühschicht. Aber eine Maschine ist kaputt gegangen und hat Feuer gefangen. Sie wurde gefangen im Inneren. 90% ihres Körpers ist verbrannt. Sie wurde aber noch gerettet. Nach ein paar Monaten im Krankenhaus ist sie verschwunden. Sie sah schrecklich aus. Hey, sorry, Mann. Kurz, dass ich hier unterbrechen muss. Aber hast du nicht einen Termin, wo du hingehen musst? Warum erklärst du mir jetzt irgendwie die Story? Du hast gesagt, du hast keine Zeit. Der erzählt mir jetzt hier eine Gruselgeschichte von irgendeiner Frau, die hier ist. Danke dafür. Diese Wäscherei wurde vor 2 Jahren wieder aufgebaut. Seitdem kommt sie immer wieder und erledigt jeden, der in der Nachtschicht arbeitet. Oh Gott, ist das real? Man, what the... Was zur Hölle, man? Ich bin in der Nachtschicht. Relax, man. Das ist nur eine Legende. Also, tschüss. Ja, ich hoffe, du verspätest dich zu deinem komischen Termin. Was ist denn? Der ist einfach durch mich durchgelaufen. Alles klar, Leute. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal um die Arbeit. So, was haben wir hier? Wäsche waschen, Wäsche Dingens machen. Der Boden sieht auf jeden Fall dreckig aus. Taschenlampe haben wir. Warum ist hier eine Taschenlampe? Radio. Was haben wir? Okay, wir haben hier ein bisschen Fallout-Musik. Na gut, weißt du was? Ich mach die Musik mal kurz an. Ja, das hört sich doch gut an. So ist das Leben, Leute. Wobei, weißt du was, Leute? Ich mach mal lieber meine eigene Videomusik an. So. Okay, die Nachtschicht beginnt. Wo ist der Zettel, wo ich meine Aufgaben erledigen muss? Oder muss ich hier anfangen? So. Ha, let's go! Die Arbeit geht auf jeden Fall los. So. Was haben wir hier? Geld, Dollar. Ist hier irgendwo ein Brett? Ah, hier. Den Boden wischen, die Klamotten falten und sie wieder aufs Regal bringen und den Müll rausbringen. Okay, dann kriegen wir das hin. So, wo haben wir denn hier? Den Müll können wir gleich rausbringen. Wir sollten allerdings erstmal den Boden wischen. So, wischiwaschi. Ich wische einfach den Boden. Junge, mit dieser unfassbaren Grafik. Die Flecken verschwinden wie von Zauberhand. Als wäre das Ganze ein Besen. Der Nimbus 2000. Ja, wir waschen mit dem Nimbus 2000 jeden Fleck weg. Okay, das dauert tatsächlich ein kleines bisschen. Aber gut, kriegen wir hin. Und ich glaube, das ist der letzte Fleck. So, sollte alles sein, glaube ich. Oh nein, da ist noch einer. So, jetzt haben wir aber alles geputzt, Leute. Der Boden sieht jetzt wie neu aus. So, es ist clean. Was? Die Waschmaschine ist einfach angegangen. Das ist mir merkwürdig. Ich bin ja gar nicht derjenige, der die angemacht hat.
Na, muss wahrscheinlich so eine Zeitschaltung gewesen sein. Oder irgendein Glitch. Das ist bestimmt nicht spooky. Nein, nein, das war nicht das Horrormädchen. Was haben wir hier? Ich bin gerade nicht durstig. Okay. Ha, da kommt jemand. Mein erster Kunde. Hallo, Mister. Ey, warte, dich kenne ich doch. Du warst doch im letzten Pupkiller-Teil auch noch mit dabei. Oh, nices T-Shirt, by the way. Was ist das? Irgendwie so ein Strichmuster? Ist das ein Buchstabe? Gute Nacht. Ich hab dich hier noch nicht gesehen. Ja, hallo, Sir. Ich bin mein erster Tag. Kann ich helfen? Ah, ich wollte dir nur meine Klamotten abholen, die ich hier gelassen habe am letzten Morgen. Hast du denn keine Angst, heute hier zu arbeiten? Warum sollte ich Angst haben? Na, du weißt ja nicht über die Legende von der Bloody Woman, oder? Die komische Frau mal wieder, ne? Ich würde hier niemals nachts arbeiten. Okay. Also, Leute, der Typ sagt mir jetzt das Gleiche, wie der davor gearbeitet hat. Was hier los ist. Langsam habe ich ein bisschen Angst, ne? Ja, das Ganze ist nicht nur eine Legende. Ich war hier schon lange Kunde in dieser Waschsalon. Ich kenne die Frau mit ihrem Unfall. Ich glaube, ihr Name war Mary. Bruder, der Name heißt nicht Maddie, Mary. Und jetzt ist sie die Bloody Woman. Es ist Bloody Mary einfach. Wirklich? Die war eine sehr nette Person. Nach dem Feuer ist sie verbrannt und sie wurde jemand anders. Ich habe sie zweimal im Krankenhaus besucht, dann ist sie verschwunden. Und jetzt erledigt sie jeden, der hier bei der Nachtschicht arbeitet. Es tut mir leid, Sir, aber ich glaube, ich hole Ihnen mal Ihre Wäsche. Die sind sehr, sehr schön. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich an. Meine Nummer ist auf der Klientenliste. Danke, danke. Wollte der mich gerade abchecken? Bruder, nein, danke. Wie hieß der Typ nochmal? Greg oder Steve? Ich glaube irgendwie. So, Wilson, ne? Wilkinson Swords. Hier, auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ich sehe Sie nicht mehr. Also, ich werde hier wahrscheinlich kündigen, nachdem ich diesen Job gemacht habe. Hier sind ja nur Leute, die verrückt sind. So, was haben wir als nächstes auf der Liste, Leute? Die gewaschenen Sachen auf das Regal tun. Okay, dann müssen wir, glaube ich, hier die Klamotten nehmen. Wie kann man das machen? Kann ich die irgendwo nehmen? Hallo? Was war das? Hast du das gerade gehört? Da war ein Geräusch. Ah, hier. Okay, okay. So. Ah, so muss man das machen. Jetzt verstehe ich. La 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 la. Junge, der Job macht richtig Spaß. So, okay. Gucken wir allerdings mal, was hier... Die Tür ist zu. Okay, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Da war sie. War das nicht Frau? Das war sie doch gerade, oder? Holy moly. Entschuldigen Sie, Mrs. Ich glaube, Sie haben hier die... Wo ist sie denn? Hallo? Ist hier jemand? Junge, der Müll stinkt aber ganz schön. Ich sollte den Müll mal rausbringen. Oh mein Gott. Wer ist das? Sind Sie die Bloody Mary? Sind Sie? Oh, das ist die Frau in Rot. Okay, die hat ein interessantes Kleid an, muss ich sagen. Aber gut. Und die ist so gegangen. So ist sie gegangen, Leute. Wie ein Roblox-Charakter. Und warum hast du so einen breiten Stand? Hast du dir irgendwie die Hose gemacht? Na gut. So, was will sie denn? Hallo, ich bin Martha. Ich komme hier, um meine Sachen abzuholen, die ich bezahlt habe. Guten Abend, Ma'am. Ah, waren Sie hier bereits schon seit langer Zeit Kunde? Ja, ich habe meine Klamotten schon seit Jahren hier gewaschen. Wissen Sie vielleicht irgendwas, was hier passiert ist? Ja, das war eine lange Zeit her. Ich habe viel davon gehört. Es war überall in den Nachrichten. Ich kenne sie nicht persönlich, aber sie hatte sehr viel Verbrennung in ihrem Körper. Ich glaube, die Legende heißt tatsächlich Bloody Woman, oder? Ja, nein, das ist eine Legende. Ja, alles klar, danke. Kannst du mir meine Klamotten jetzt geben? Oh, sorry, sorry. Ich bring dir deine Klamotten, Martha. Wahrscheinlich heißt sie nicht Martha, sondern Mary. So, liebe Martha, deine Klamotten sind hier fertig. Okay, auf Wiedersehen. Ich wusste gar nicht, dass man so perfekt viereckig gefaltete Klamotten tragen kann, als wäre das eine Torte. Geil, Leute. Einfach nice. So, dann bringen wir doch mal den Müll raus, Leute. Wir haben nämlich noch eine Quest. Und ich glaube, unsere Nachtschicht ist ja... Warte mal. Wie viel Uhr ist es? Es ist immer noch kurz vor 12. Kann doch nicht sein, Mann. La, 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 la. Ich bring den... Was ist das? Was liegt da? Ist bestimmt nur Ketchup, oder? Okay, keine Ahnung. Hier hat jemand ein bisschen Ketchup rumliegen lassen. Alles gut, Leute. Das ist nicht die Bloody Woman. Nein, nein, nein. Oder es war vor... Warum flackern die Lichter? Erst sind es die flackernden Lichter. Dann klingelt das Telefon. Und dann... Die Wände sondern grünen Schleim ab! Nee, Moment, das war doch der falsche Film. Ah, was war das dritte Zeichen? Okay, Leute. Wahrscheinlich war das ganze Nosferatu. Der ist bestimmt an den Lichtschaltern. Nosferatu! Na,
ne? Wer kennt noch diese SpongeBob-Episode? Absolut legendär. So. Hört ihr das? Da wühlt jemand im Müll rum. Was sind das denn für laute Geräusche? Na gut, so. Bringen wir nochmal den letzten Müll raus, oder? La 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 la. La la la. Überhaupt nicht gruselig, Leute. Überhaupt nicht gruselig. So. Okay, wir haben jetzt alle Aufgaben erledigt, Leute. Jetzt können wir auf jeden Fall auf den nächsten Kunden warten. Haben wir irgendwas im Automaten? Irgendwas Nice zum Essen, zum Snacken? Nein? Gibt's hier gar nichts? Leute, Ladies and Gentlemen, kommt bitte in den Waschsalon. Ich brauche eure Kohle. Ich will Geld haben, um mir mein Netflix-Abo leisten zu können. Das ist so teuer geworden. Wir haben 24 Stunden geöffnet. Wie in der Nachtschichts-Episode von SpongeBob. Oh nee, das sind schon wieder die flackernden Lichter. Das Radio ist einfach angegangen. Hä? Wer hat das Radio angemacht? Hallo? Ich mach die Tür lieber zu. Ich mach die Tür lieber zu, Leute. Das ist mir jetzt ein bisschen zu suspekt. So, ich stelle mich hier jetzt einfach hin und wir warten jetzt auf den nächsten Kunden. Wir haben ja nichts mehr zu erledigen. Ja, dann lege ich mich jetzt mal schlafen, Leute. Oh, Leute, hier kommt ja gar niemand. Hallo? Ist hier überhaupt jemand? Kommt denn hier niemand? Was ist denn hier los? Warte mal. Das her. Leute, was ist das? Da hat schon wieder jemand diese Spülmaschine, die Waschmaschine aktiviert. Ah, der nächste Kunde. Oh mein Gott, wer bist denn du denn? Guten Abend, junger Mann. Seit wann arbeiten Sie hier heute? Guten Abend, Sir. Ich arbeite meinen ersten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin hier, um meine Klamotten zu holen. Die sind sehr dreckig gewesen. Entschuldigen Sie, Sir. Kann ich Sie eine Sache mal fragen? Natürlich, Junge. Ich liebe es, über Waschmaschinen bei Nacht zu reden. Sie sind doch schon langer Kunde bestimmt. Haben Sie schon mal von Bloody Mary gehört? Ich verdrehe gleich durch. Oh, der Hackfleisch hasst eine Zahacker. Ich meine, die Bloody Mary. Ja, natürlich. Ich wusste, dass sie echt ist. Ich habe sie hier rumlaufen sehen. Warte mal. Sie haben sie gesehen? Ich will nicht, dass sie mir was antut. Was soll sie dir tun? Sie will mich erledigen. Ich habe nichts ihr getan. Es gibt keinen Ausgang. Sie war nur am Arbeiten. Das, was hier passiert ist, ist schlimm. Aber bitte, holen Sie Ihre... Gehen Sie einfach weg. Ja, nehmen Sie Ihre Klamotten und gehen Sie einfach, Steve. Steve, ja? Ganz ehrlich, der macht mir Angst, Leute. Die machen mir alle Angst. Sie alle kennen diese Frau. Was für ein Geräusch. Es geht ein Gewitter umher. Es fängt an zu blitzen. Leute, ich verstecke mich einfach in der Ecke. Nein, es flackern die Lichter schon wieder. Oh Gott, Leute. Nein, das Licht ist aus. Ich brauche, glaube ich, die Taschenlampe, oder? Ich brauch sie noch nicht. Na gut. Aber ihr habt's gerade. Leute. Oh nein, jetzt ist das Licht aus. Ich brauche meine Taschenlampe! Ja! Holy moly, Leute, das ist jetzt gruselig. Jetzt ist Nacht. Okay, alles klar. Leute, dann würde ich sagen. Wir können uns ducken in dem Spiel. Nice. Oh. Warte, da ist der nächste Kunde. Oh, da ist ja gar kein. Oh! Die Tür geht automatisch auf und zu! Die geht einfach auf und zu! Habt ihr das gerade gesehen? Da ist jemand am Müll. Da ist jemand am Müll am Spielen. Oh Gott. Wer hat die Tür benutzt? Da ist jemand beim Mülleimer, oder? Da ist ja gar keiner. Okay. Die Musik her. Da ist irgendwo Musik. Da kommt aus dem Licht. Hört ihr das? Das können wir. Müssen wir es lauter machen. Das ist sehr leise. Das war nicht das Radio. Das war nicht das Radio. Okay, ich habe keine Ahnung, Leute, was hier abgeht, aber ich finde das super creepy, dass wir jetzt einen Stromausfall haben. Diese Frau kommt doch leer. Soll ich mich gleich holen, oder? Die kommt doch. Boah, was zu trinken. Ich bin nicht durstig. Ich bin durstig. Ich bin super durstig. Ich schaff das nicht, Leute. Habt ihr schon einen Daumen nach oben da gelassen? Ich will nicht in der Wäscherei alleine enden. Hä? Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Wo kam das her? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Die Lichter waren aus. Dass sie jetzt flackern, ist ja irgendwie noch gruseliger. Oh, nice, wir haben Licht. Okay, Leute, alles gut, alles gut. Solange wir Licht haben, alles passt. So, meine Damen und Herren, die Nachtschicht hat wieder geöffnet. Oh, no. Oh, ich brauche die Taschenlampe wieder.
Wo ist meine Taschenlampe? Ganz ehrlich, komischer Geist, hör auf, meine Tür auf und zu machen. Was soll denn das, Mann? Lass es einfach. Lass es. Oh, oh, da ist sie! Hey, hey, hey. Oh mein Gott. Ich hab sie gesehen. Sie war direkt da. Sie war direkt da. Oh Mann. Ohne Witz, ey. Oh, oh. Oh Mann, ey, normaler Kunde einfach. Ey, ganz ehrlich, ich dachte jetzt, das wäre sie. Holy moly. Meine Güte, Greg. Oh, ich hasse es, bei Dunkelheit hier zu sein, aber es regnet. Guten Abend, Sir. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Relax, Junge. Du siehst sehr gruselig aus. Was ist passiert? Diese Bloody Woman, die kommt gleich, die holt mich. Bloody Woman, haha, das ist nur eine Legende. Keine Sorge. Nein, ich leg dich nicht rein. Ich hab sie gesehen. Die war zweimal am Fenster. Oh, sorry, Kollege, aber ich werde zu spät für meinen Termin, also kann ich meine Klamotten kriegen. Ja, danke für deine Hilfe natürlich. Ja, hier, nimm deine Klamotten. Kannst du vielleicht hier bleiben? Ich gebe dir auch einen Kaffee aus. Also nicht falsch verstehen, aber bitte geh nicht. Ich will nicht allein hier sein, Mann. Das ist gruselig in dieser Wäscherei, wirklich. Und was ist hinter dieser Tür? Was ist hinter dieser Tür? Ja, warte. Was ist da? Ey, da wühlt wieder jemand im Müll rum. So, jetzt reicht's. Jetzt erwische ich dich auf frischer Tat, du komische Person. Wer auch immer da im Müll ist. Oh. 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 Meine Güte. Der Typ, der liegt da. Das ist nicht die Bloody Mary, aber die Bloody Mary hat ihn erledigt. Okay, ich glaube, ich gehe dann mal. Ne? Auf Wiedersehen. Dann gehe ich mal wieder rein. Und die Lichter flackern wieder. Ach, Mann, ey. Wisst ihr, was schlimmer ist, wenn es dunkel ist? Dass ich gerade keine Taschenlampe habe. Wait, das ist neu. Was steht hier? Daily News. Wir müssen jetzt mit trauriger Sache sagen, was hier in dieser Wäscherei passiert ist. Nach einem Kurzschluss und Kabelbrand ist die Frau verbrannt. 90% ihres Körpers verbrannt. Sie ist im Koma gewesen im St. Thomas Krankenhaus. Sie wurde nur 25 Jahre alt und ihr Körper ist komplett anders. Hoffentlich wird jemand sie beschützen. Der Herr wird ihre Seele beschützen. Okay. Also hoffentlich wird sie auch meine Seele beschützen, denn ich möchte nicht untergehen. Sie lebt ja noch. Es ist ja kein Geist. Sie ist kein Geist. Nicht falsch verstehen. Und wisst ihr, was ich auch nicht falsch verstehen würde? Die Uhrzeit hat sich seit 10 Minuten nicht mehr geändert. Ich glaube, ich werde hier betrogen, um meine Nachtschicht zu arbeiten. Oh nein. Die Lichter flackern wieder. Gleich kommt der hackfleischhassende Zerhacker höchstpersönlich. Oh, warte. Da ist jemand. Oh, wer ist... Bro, du siehst aus wie der Slenderman. Versteh mich nicht falsch, aber du siehst aus wie der Slenderman, ne? Hallo, my boy. Es ist eine wunderschöne Nacht. Bitte, Sir, Sie brauchen mir helfen. Ich muss meine... Die Frau holt mich. Armer Steven. Er war ein guter Arbeiter, genau wie du. Mary wird nicht aufhören. Sie will Ketchup. Du weißt, was ich meine mit Ketchup. Was? Die kennen die Bloody Mary? Ja, ich kenne sie. Sie ist nicht ein Teil der Welt des Todes. Aber dein Tod ist ganz sicher garantiert. Sie wird dich nicht gehen lassen. Meine Güte, ganz ehrlich, gehen Sie einfach! Sie machen mir alle Angst, Sie sind alle krank. Ich reiche morgen früh meine Kündigung ein. Ich würde am liebsten jetzt ganz schnell rausgehen. Ganz verrückter Mann. So, Sie komischer Mann, ey, ganz ehrlich, hier, ich trete Ihnen einmal rein. Bam! Nehmen Sie das hier und noch einmal, bam! Raus hier! Ganz ehrlich, kommen Sie nie wieder, wer auch immer Sie sind. Ich weiß gar nicht, warum er hierher gegangen ist. Der hat nichts gekauft? Er hat seine Wäsche nicht abgeholt? Warum ist er überhaupt hergekommen? Hat da jemand gekannt? Ist das weird, Leute. Also, Leute, ich bin hier nur noch verwirrt. Weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, das Ende ist nah, oder? Warte. Oh Mann, schon wieder die Waschmaschine. Oh Gott. Das. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen, Leute. Da ist sie gewesen. Wo ist sie hin? Hallo, blutige Mary, wo sind Sie? Hallo, wo sind Sie? Und die Tür ist zu, ich habe gar nicht zugemacht. Ich habe die Tür gar nicht zugemacht, Leute. Warte mal, warum liegt da? Hallo, ist hier jemand? Oh Gott, hallo, ist hier jemand?
Ich bin sehr verwirrt, Leute. Sie hat mich geholt. Okay, Leute. Das war auf jeden Fall Bloody Mary. Wir sind jetzt im siebten Himmel mit dieser Musik, Alter. Junge, das geht extrem ab. Freut mich, ob es euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. ID's raus, haut rein und ciao.